Was geht ab, Freunde der Ungepflegten und der Erhaltung? Willkommen zurück bei Renowned Explorers International Society. In der letzten Folge haben wir, gut, hauptsächlich gekämpft, aber wir haben immerhin einen guten Teil der Insel schon erkundet und wir machen uns auf den Weg. Wohin? Ich würde so sagen hier, hier und dann hier. Ja, das klingt gut. Schauen wir mal. Wir stolpern über einen Stein mit Symbolen. Wenn jemand diesen Stein übersetzen, also wenn jemand übersetzen könnte, was auf dem Stein steht, dann könntet ihr entscheiden, ob er vielleicht irgendeinen Wert hat. Und ja, ich würde mal sagen, fast 80% für Pedrino, das könnte er machen. Vielleicht könnte er aber auch kläglich versagen, das weiß man nicht. Pedrino hat den Stein vollkommen falsch interpretiert und erzählt uns Geschichten, die Until the others, the actions to the ocean. Okay. Bäh. Also der Schatz soll sich irgendwo im Ozean befinden und wir haben einfach komplett versagt gerade. Na, wunderbar. Wir finden eine kleine Statue von Captain Rocher. Wir haben uns dafür entschieden, sie zu zerstören und den Text zu verschandeln und den Text Anna was here unten hinzuschreiben und wir bekommen auch noch 2 Kampagnen-Token dafür. Okay. Captain Rocher. Warum auch immer wir den schlecht darstellen wollen. Oh, hier unten ist ein Kampf, Gold, ein Schatz und Research zu finden. Vielleicht haben wir dann doch noch einen Kampf, vielleicht können wir ihn auch irgendwie umgehen, ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall ganz klar dahin. Als wir durch den dunklen, sumpfigen Dschungel wandern, hören wir Gesänge und People und sehen, wir hören Leute Anrufungen machen sozusagen und wir hören auch Leute tanzen. Als wir näher kommen, sehen wir Voodoo-Piraten, die tanzen und um ein Lagerfeuer herum feiern und singen. Es sieht so aus, als ob irgendetwas bald geschehen würde. Okay, wir warten mal ein bisschen. Ein Vogel in einem Käfig wird auf einen Stock gesetzt. Während die Voodoo-Piraten um den Vogel herum tanzen, einer der Piraten liest einer der Piraten Sprüche aus einem Zauberbuch vielleicht vor. Nach einer Zeit wird der Vogel wild und verwandelt sich in einen Voodoo-Vogel. Okay, das war sowohl furchteinflößend als auch sehr informativ. Das kann ich mir vorstellen als Abenteurer, wenn man sowas live miterleben kann. Das ist auf jeden Fall Stoff, aus dem Legenden sind. Jetzt bringen sie einen neuen Rekruten, einen gewöhnlichen Schmuggler, und binden ihn auf den Pfahl. Er sieht extrem nervös aus, nachdem er gesehen hat, was mit dem Vogel passiert ist. Jungs, ihr habt gesagt, das tut nicht weh, oder? Ich will Fame and Fortune, also ich will Glück und Berühmtheit, aber nicht auf die Art und Weise. Die Voodoo-Piraten bereiten sich vor, dasselbe mit ihm zu tun, als sie mit dem Vogel gemacht haben. Wir können jetzt gleich mal eingreifen, was ein Rang 3 Encounter starten würde. Ich würde aber vorschlagen, Pedrino studiert das Ritual. Wir benutzen eines unserer Tools. Also unsere 3 Tools und mit 94%, weil Pedrino da failt, dann schmeiße ich ihn aus der Gruppe raus, aber sofort. Und natürlich schafft er es. Pedrino studiert das Ritual und dokumentiert die Transformation von einem gewöhnlichen Schmuggler in einen Voodoo-Piraten und das Ritual, das es verursacht hat. Und wir bekommen alle möglichen Token dafür. Als das Ritual vorbei ist, alle, auch der neue Rekrut, verlassen den Platz. Es gibt eine kleine Box, wo Gegenstände, die im Ritual gebraucht wurden, zurückgelassen wurden. Und wahrscheinlich damit die Voodoo-Affen sie nicht finden. Aber wir sind natürlich neugierig und öffnen diese Box. In der Box sind ein paar Items wie trockener Zunder, ein Seil und Stoff. Schätze ich mal, das Cloth. Weiß gar nicht, was Cloth? Nein, Cloth war, glaube ich, was anderes. Oder? Ich weiß nicht. Als ihr das alles beiseite räumt, findet ihr eine Voodoo-Puppe. Ah, originale. Vorlesen könnt ihr, glaube ich, selber. Lesen könnt ihr selber. Originale wie diese sind extrem schwer zu finden und sind auf jeden Fall wert, studiert zu werden. Und wir bekommen den Schatz, die Voodoo-Puppe.
zusammen mit Trash Radio Study. Okay, ja, das frage ich mich auch. Wir wundern uns, ob jemand lachen würde, wenn wir diese Wu-Puppe kitzeln würden. Ja, das ist auch meine größte Sorge, vor allem, wenn schon 1000 Nadeln drin stecken. Und das Ding sieht aus, als wäre es aus einem Stein gemacht. Aber ist ja egal. Oh, wir haben... Ach ja, ganze Tokens haben wir jetzt bekommen. Wir haben eine Menge Research-Tokens jetzt schon. Aber wir haben auch nur mehr 4 Supplies. Das könnte knapp werden. Wir setzen unsere Reise fort, aber wir verstehen jetzt immer mehr, dass da irgendwelche seltsamen Dinge vor sich gehen. Ja gut, wir haben nur mehr 4 Supplies. Das heißt, wir müssen jetzt hier rauf. Da brauchen wir, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 2 sogar, ja, 2. Dann hätten wir noch 2, dann könnten wir hier hingehen und dann könnten wir hier hingehen. Ich würde sagen, wir versuchen das mal. Ihr kennt mich, ich bin eine kleine Pussy, ich speichere immer. Wir finden eine alte Kiste in der mitten in einem großen schleimigen Pool. Irgendjemand, der athletisch ist, muss sie rausziehen. Ja, Dolores, mit 92% wird sie das wohl schaffen, hoffe ich. Ich dachte schon. Dolores geht langsam in diesen schleimigen Pfuhl. Heißt das überhaupt Pfuhl? Wie sagt man denn? Diese Paddel. Egal. Und zieht die Kiste aus dem Schleim heraus und sie ist voll mit Rum. Ah, deswegen lachen sie alle so. Ah, ich verstehe. Es ist sehr alter und sehr wertvoller Rum. Ein paar Flaschen werden mit mit ein bisschen was zu essen und ein paar Snacks mitgenommen. Und wir bekommen 2 Supplies und 3 Collect-Token. Sehr schön. Wir sehen ein paar seltsame Früchte, die von den Bäumen hängen. Keiner ist sicher, was für Früchte es sind, da die Insel so lange unter Wasser lag, aber sie könnten eventuell eine Ergänzung zu unseren Vorräten sein. Wir können jetzt ein paar nehmen, wir können einen kleinen Sack voll nehmen oder wir könnten alles nehmen, was wir so finden. Und ihr seht, hier bekommen wir 1 Supply gerade mal, hier bekommen wir 3, aber verlieren eine Resolve. Oder wenn wir alles nehmen, bekommen wir 5 Supplies, verlieren 2 Resolve, bekommen aber 2 Study Tokens. Ich bin irgendwie versucht, das hier zu nehmen. 2 Resolve sind zwar nicht wenig, aber gut, das ist ein harter Bossfight. Aber 5 Supplies? Das ist es irgendwie schon fast wert, oder? Ne, wir nehmen einen kleinen Sack voll. Wir nehmen einen kleinen Sack voll von Früchten als Vorräte und nachdem einige davon verzehrt wurden, wird Anna plötzlich krank. Der Rest der Crew scheint das ziemlich egal zu sein. Anna wird etwas anderes essen müssen als diese Früchte für den Rest der Expedition. Aber gut, eine Resolve für 3 Supplies, das ist ganz okay. Dann können wir noch ein bisschen was erforschen, bevor wir hier zum Boss gehen. Als wir durch die Dunkelheit der Nacht wandern, sehen wir ein paar leuchtende Pflanzen. Wir versuchen ein paar von denen mitzunehmen, aber sie sind spektral. Was für ein seltener Fund. Okay, wir können jetzt einfach weitermachen, aber man sieht, Anna ist ein Level 3 Naturalist. Das heißt, ihr fällt noch was auf und wir bekommen nochmal zusätzliche Study Tokens. Anna denkt für einen Moment nach und... ihr fällt einen Weg ein, um diese Pflanzen tatsächlich mitzunehmen. Sie werden nicht lange halten, aber wahrscheinlich lange genug, damit wir noch ein bisschen mehr Forschung draus haben. Alter Schwede, wir haben jetzt schon 28 Study Tokens. Das ist ganz schön was wert. Wir können jetzt hier hingehen und dann hier hingehen. Ich denke, das machen wir auch. Wir finden einen interessanten blauen Kristall. Ah, schade. Ich glaube, wir werden die Kristalle nicht mehr alle finden. Das ist natürlich tatsächlich so ein Spezialfall auf dieser Insel. Aber ich spoil euch das jetzt mal nicht. Wir finden einen blauen Kristall. Die sind ziemlich selten und haben einen großen Wert für die Wissenschaft. Und wir wundern uns, was so ein Kristall auf einer Insel wie diese hier verloren hat. Ja, blauer Kristall. Blau für Research. Es gibt auch noch gelbe und rote Kristalle etc. Aber wir bekommen... einfach mal 3 Study Token geschenkt. Okay, und wir haben hier eine Cultural Challenge.
Diplomat oder Archäologe? Archäologe, ja, Level 3. Das heißt, ich speichere hier mal wieder kurz, weil ich eine kleine Pussy bin und dann schauen wir mal. Als wir durch den Dschungel wandern, hört Anna plötzlich seltsames Geflüster und alle anderen hören es aber nicht. Vielleicht wird Anna gerade wahnsinnig. Irgendjemand muss einer irgendjemand muss einer ablenken, indem man mit ihr redet. Ja gut, Dolores und Pedrino, ja, das wird eher nix. Na gut, ich möchte jetzt eigentlich keine zwei Tools dafür verschwenden. Vor allem, wir bekommen drei Study und ein Collect. Ja, es wäre schon interessant gewesen, aber Petrino ist, glaube ich, einfach nicht gut genug dafür. Das heißt, wir verschwinden da schnell und verlieren dann auch noch einen Vorrat. Oder einen unserer Vorräte leider. Dolores nimmt Anna bei der Hand und alle gehen zurück, so schnell es nur geht. Und Anna, ja, wacht sozusagen aus ihrem Zustand auf, aber sie kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Ja, bitte. Aber gut, jetzt müssen wir leider schon zum Boss. Wir haben jetzt, wie gesagt, leider dieses eines der Spezialevents. Das wäre wahrscheinlich irgendwo hier unten gewesen. Muss man halt wissen. Wir haben auch das mit den Kristallen verpasst. Aber wir haben trotzdem doch schon einen ganz guten Bereich abgedeckt, wie ich finde. Also wir können uns nicht beschweren. Gut, gespeichert habe ich ja eh vorher. Ich glaube, wir müssen nicht mehr großartig was vorbereiten. Aber ihr müsst euch auf was vorbereiten, und zwar, dass der Part gesplittet wird. Denn wir sind schon bei 12 Minuten. Und dieser Bossfight dauert ja meistens länger. Okay, gehen wir zum Schiff. Wir haben die Basis des Geisterpiraten Captain Rocher gefunden. Dieser Ort ist ziemlich, ja, geisterhaft und ziemlich unheimlich. Und es wird Zeit, dass wir das Mysterium dieser Insel lösen und einen Schatz finden, den wir auch mit nach Hause nehmen können. Sind wir bereit? Ja, wir sind natürlich bereit. Wir schleichen uns leise in Rochers Camp, als wir eine laute Stimme sprechen hören. Als wir näher kommen, hören wir Captain Rocher, der eine Ansprache an eine gigantische Menge an Voodoo-Piraten hält. Wir hören dem Ganzen zu. Wir haben geduldig für 50 Jahre auf dieser verfluchten Insel gewartet, haben diesem grauenvollen Geruch und den Streichen der Voodoo-Affen getrotzt, aber schlussendlich haben wir es geschafft, ein weiteres Mal aufzutauchen oder zu erscheinen, sodass wir unsere Rache an den Spaniern nehmen können. Okay, wir hören nur weiter zu. Schärft eure Messern, reinigt eure, was auch immer eine Blowpipe ist, eine Friedenspfeife, und studiert eure Zaubersprüche, denn bald wird unser Geisterschiff auf Havanna zusegeln und Chaos verbreiten. Ein lauter, überwältigender Zustimmung kommt aus der Menge. Ein paar Minuten später bereiten sich die Piraten vor, mit Rocher, der in der Mitte dieser, ja, Versammlung steht. Es ist unmöglich, zu ihm zu kommen, ohne die Voodoo-Piraten aufzuschrecken. Gut, wir können jetzt eine friedliche Ablenkung schaffen oder eine brutale Ablenkung. Da wir eher aggressiv sind, haben wir natürlich eine Violent Distraction. Ganz klar, das ist ein Job für Dolores. Wir schauen uns durch diese leeren, nicht bewachten Gebäude des Camps um und Anna findet verschiedene Krüge mit Schwarzpulver. Der Plan ist, es wurde ein Plan erstellt, große Teile des Lagers in kleine Teile zu sprengen, aber irgendjemand muss die Lunten und die Krüge mit dem Pulver legen, ohne irgendjemand zu alarmieren. Wer wird das machen? Ich würde sagen, das macht einer, aber wir setzen da. Was? Achso, ich habe das eine der Tools gerade wieder abgezogen.
Wir werden das Anna machen lassen. Wir vertrauen, dass das einer 65% Chance, das wird sie schaffen. Das wird sie definitiv schaffen. Das wird sie. Gott sei Dank. Anna hat die Krüge in strategischen Orten gelegt und als alle platziert wurden, hat sie die Lunte gezündet. Ein gewaltiger Knall folgt von einer Pilzwolke. Dann hat sie da Atompulver in die Luft gejagt, man weiß es nicht. Und ein Großteil des Camps wird in die Luft gejagt. Viele der Voodoo-Piraten verwandelt sich in merkwürdigen violetten Rauch. Der einzige, der übrig bleibt, ist Captain Rocher, der aus irgendeinem Grund völlig unberührt von dieser Explosion blieb. Und ein paar Voodoo-Piraten sind auch noch übrig geblieben. Es wird Zeit, Rocher zu konfrontieren. Wir gehen auf Rocher zu, der ziemlich sauer zu sein scheint. Wer seid ihr? Wart ihr es, der dieses Chaos verursacht hat? Ihr seht wie ein spanischer Hund aus für mich. Und wir können ihm jetzt erzählen, wer wir sind und ihn fragen, wer er ist. Wir können ihn beschuldigen oder wir können ihm ins Gesicht schlagen. Gut, Captain Rocher ist ein Geist. Dem ins Gesicht zu schlagen wird nicht wirklich was bringen. Und wir erzählen ihm, wer wir sind und fragen ihn, wer er ist. Nachdem wir uns vorgestellt haben, fragen wir ihn, wer er ist. Ich bin Captain Rocher. Als ich jünger war, wurde ich von den Spaniern gefoltert. Ich habe Rache geschworen und habe angefangen, ihre Schippe zu plündern. Schlussendlich haben wir von dieser Insel gehört und auch, dass sie einen unsterblich machen könnte. Aber es hat sich herausgestellt, dass es zugleich auch ein Fluch ist. Einmal alle 50 Jahre kommen wir zurück in die zivilisierte Welt und wir plündern. Niemand wird uns stoppen, nicht mal ihr. Und er und seine verbleibenden Jungs, wollen uns auf die Schnauze geben. Und wir starten natürlich diesen Kampf.